So, mir schön, dass du dir Zeit genommen hast. Die Hälfte der Vorbereitung haben wir jetzt überstanden. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft bisher? Ja, ich denke echt gut. So in der Vorbereitung spielen sich so ein paar Automatismen ein. Jeder lernt den anderen ein bisschen besser kennen, auch auf der persönlichen Schiene. Und ja, so die tagtägliche Arbeit tut uns natürlich gut. Ja, jeden Einzelnen so ein bisschen auch besser kennenzulernen und macht auf jeden Fall Spaß. Im Trainingslager gab es sehr, sehr viele anspruchsvolle Trainingseinheiten. Was konntet ihr jetzt aus dem Schwarzwald mit nach Mannheim bringen? Ja, ich denke eine Menge. Also im Trainingslager ist es dann so, dass man wirklich von Anfang an bis zum Ende vom Tag zusammen abhängt, irgendwelche Spielchen auch in der Freizeit macht, ist dann auch ganz cool. Aber halt auch sehr viel arbeitet und das Trainingslager war nicht ohne, war wirklich anstrengend. Ich glaube, die Trainer haben es trotzdem versucht, richtig zu dosieren, haben dann auch immer mal wieder eine spaßige Einheit, sag ich mal, oder spaßige Teile in einem Training mit eingebaut. Und ja, ich muss sagen, so Trainingslager, das gefällt mir, ist immer eine coole Sache. Und ja. Gegen SV Elversberg hatte man dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Tank ein bisschen leer war, was sich ja auch ein bisschen mit deinen Erklärungen gerade deckt. Wie hast du das auf dem Platz gesehen? Ja, also man ist natürlich noch nicht so bei 100%, gerade im Trainingslager oder nach dem Trainingslager sind die Beine ein bisschen schwerer als vielleicht sonst. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, je länger so eine Vorbereitung geht, desto mehr summiert sich quasi die Belastung auch. Und an dem Tag, auch bei so einer Hitze, dann auch, ist es schwierig, dann alles immer on point auf den Platz zu bekommen. Wir sind auch bloß Menschen. Aber ja, wie gesagt, so nach dem Trainingslager waren die Beine schon ein bisschen schwerer. Neuer Trainer, viele neue Spieler. Wie weit ist die Mannschaft schon und inwiefern konnten diese angesprochenen Automatismen, die du angesprochen hast, jetzt auch schon verwirklicht werden bzw. einstudiert? Ja, das hat der Trainer auch schon im Trainingslager angesprochen, dass stückweise schon so eine kleine Handschrift zu sehen ist, dass wir es gut umsetzen. Und ja, wir als Mannschaft geben uns natürlich Mühe, das Vorhaben vom Trainer auch auf dem Platz irgendwie widerspiegeln zu können. Und bisher funktioniert es gut. Es ist immer ein Prozess und es geht immer weiter und es muss auch immer weitergehen. Und ja, dafür ist die Vorbereitung eben da. Mit über 200 Drittliga-Einsätzen bringst du jede Menge Erfahrung mit auf den Platz. Wir haben auch andere Spieler, Cello, Baxterbahn, Riedel, Schnatterer mit vielen Einsätzen. Wie wichtig ist die Erfahrung in der dritten Liga? Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, gerade in der Liga, dass man weiß, wie es wirklich zugeht, was abgeht. Mhm. Und ja, dass man sich auch nicht verrückt machen lassen sollte, wenn es halt auch mal nicht so laufen sollte. Mhm. Ist ja auch immer im Spiel so, dass es mal Phasen gibt, wo es eben auch nicht läuft. Und ja, da muss man dann halt mit seiner Erfahrung vorne weggehen. Mhm. Vielleicht auch die Spieler noch ein bisschen an die Hand nehmen oder beiseite packen, wenn es mal auch nicht so läuft. Und ja, dafür, da sind wir gefragt. Und ja, ich glaube, die erfahrenen Spieler sind von den Typen und von den Charaktereigenschaften schon auch so gepolt, dass wir die Jungen auch mal beiseite schnappen können und sagen, wie es läuft. Diese Woche startet der Ticketverkauf für die beiden Heimspiele im Juli, einmal im Pokal gegen Holstein Kiel und dann der Liga-Auftakt gegen Viktoria Köln. Wie wichtig können die Fans, vor allem jetzt am Anfang der Saison sein, also vielleicht auch ein Vorteil mit Heimspielen zu starten? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, zu Beginn der Saison ist man noch nie bei ganz 100%, ist auch noch nicht eingespielt. Und wenn einem die Fans dann von der Tribüne aus dann auch immer einen kleinen Push geben können, ist es Gold wert, gerade auch für den Saisonstart, um gut reinzukommen. Und ja, je mehr natürlich da sind, desto cooler ist es natürlich auch auf dem Platz als Spieler. Und man weiß, ja, die Rückendeckung hier in Mannheim ist auf jeden Fall enorm. In gut anderthalb Wochen geht es dann auch los mit dem ersten Drittligaspiel in Viktoria Köln. Was muss in den Trainingseinheiten bis dahin noch geschehen, dass wir da erfolgreich starten können? Ja, ich denke, so die letzten Details einzugrooven, dass wir ja, vielleicht so ein paar Einzelheiten noch mal genau ansprechen. Tagtäglich eigentlich auch jeden einzelnen Spieler noch mal neu und besser kennenlernen, was er vielleicht so für Marotten hat. Und ja, dann gilt es, das Ganze zu konservieren und eben on point am Spieltag abzurufen. Danke, Somi. Dann wünschen wir dir einen guten Start in die Trainingswoche. Dankeschön. Danke.